Jede Reise muss irgendwann an ihr Ende kommen. Und all die Troll-Level, die wir über die letzten Monate und vielleicht sogar schon Jahre gespielt haben, kamen alle aus demselben Level-Pack. Und heute erreichen wir das Ende. Das Finale der Trollwelt, der Wagon World. Mit dem finalen Level, The Wagon World Final. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Hiernach, wenn wir Troll-Level spielen, müssen wir auf Community-Troll-Level zurückgreifen oder Troll-Level, die einfach so kursieren. Aber glaube ich, Level in dieser Qualität und in dieser Kontinuität und in dieser Kreativität werden wir, glaube ich, nicht mehr bekommen. Also genießen wir nochmal heute dieses Troll-Welten-Finale. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, soll ich eure Troll-Level spielen? Habt ihr gute? Gibt es vielleicht noch woanders etwas? Und bevor wir aber über die Zukunft der Troll-Level reden, Freunde, kümmern wir uns doch erstmal um die Gegenwart. Es scheint auf jeden Fall ein... hier ist das Ende wahrscheinlich, ne? Oder nicht? Okay, das scheint auf jeden Fall ein... Warte mal, ich starte nochmal neu. Ich will die Redcoin nicht haben. Ein Redcoin-Troll-Level zu sein, wo wir wahrscheinlich immer aus den grünen Röhren zurückkommen, wenn wir eine Redcoin eingesammelt haben. Okay, so. Ich kann zum Buhu oder ich kann zum buggenden Twomp oder... Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal zum Buhu und wir gucken, was passiert. Okay, Plattform rechts, links. Ah! Bin tot. So, früh genug hüpfen, ne? Mann. Ja, es ist das Finale, Freunde. Es ist das Finale. Was habe ich erwartet? Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass... die fährt gar nicht los. Okay. Das habe ich nicht kapiert, dass die Plattform gar nicht losfährt. Ich bin jetzt nur früh genug gehüpft, dass wir über den Fisch drüber kommen. Aber dann habe ich zu lange gewartet. So, zack, genau. Und jetzt düsen wir hier hoch. Alles klar. Ich will nicht das One-Up. Ich aktiviere mal hier und gehe mal beiseite. Okay. Oh nein. Da war eine Feder. Die hätte ich gebraucht. Dann hätte ich nämlich, glaube ich, hier durchgekonnt. Okay. So, sich jetzt hier nicht verunsichern lassen, weil es hier so kracht. Einfach hier stehen bleiben. Okay. So, und jetzt kann ich die Kanone wegmachen. Und in dem Moment werden wir wie auch immer von der Seite gejietet. Ich habe nicht mal kapiert, was da genau passiert ist. Ich habe nur kapiert, dass wir gestorben sind. Okay, muss ich vielleicht den Schwebeknopf gedrückt haben? Nee, einfach so. Okay, ich glaube, ich habe jetzt einfach eine Wirbelattacke nach oben gemacht. Jetzt kann jeder Sprung wieder mein Tod sein. Okay, ich habe einen Powerblock. To be honest, ich glaube, den hätte ich nicht gewollt. Nee, den hätte ich nicht gewollt. Ich hätte hier den Sprintknopf nicht drücken dürfen. Ja, und dann hätte ich hier durchgekommen, ne? Okay. Ist okay. Nicht den Sprintknopf drücken. Das ist aber auch fies, ne? Hier bedient sich das Level daran, dass quasi jeder immer den Sprintknopf gedrückt hält. Zu jeder Zeit. Der Sprintknopf ist immer bei mir gedrückt. Ich denke da gar nicht drüber nach, ne? Ob ich den drücke oder nicht. Der ist einfach... Der wird immer gepresst. Sollte ich vielleicht nicht. Kein Sprintknopf drücken. Nein. Nein! Aber wie... Ich muss den Sprintknopf drücken, kurz bevor ich hier unten lande, oder was? Ich bin verwirrt. Ich gucke in die andere Richtung. Ja! Das ist das Rätsels Lösung. So. Ich esse meinen Finger vor Frust. Ich war mir so sicher, dass wir es haben. Zack. So, und jetzt? Jetzt switch das nochmal kurz. Okay. So, und... Nee. Habe ich noch was falsch gemacht? Bitte was? Was muss ich hier tun? Ist hier irgendwo ein Powerblock, den ich mitnehmen kann, von dem ich nichts weiß? What? Oh mein Gott. Ich muss dann den Powerblock hier doch noch mitbringen. Der hinter der Kanone. Oh mein Gott. Okay, so, zack, zack. Was? Nein! Nein! Nochmal getrollt! Ich denke jedes Mal, jetzt hab ich's! Und immer kommt noch ein Troll um die Ecke, der mich hops nimmt. Sag mal, wie lang gucke ich denn jetzt an dieser einen Passage rum? Okay, jetzt passt auf. Den kurz aktivieren lassen. Hier durchlaufen. So, und jetzt wurde hier irgendwas aktiviert. Bitte! Bitte! Yes, Friends! Wir haben die erste von 4 Redcoin Challenges geschafft. Let's go! So, und wir machen hier weiter. Oh mein Gott, Alter, wie man hier immer wieder gehopst wurde, ne? Ich probier's. Und tot, ne? Nee, ich lebe noch. Okay. So, ach nee, lol. Warte mal. Da kommt eine Ranke raus.
Also da sollte eine rauskommen. Ja, das habe ich grandios gemacht, würde ich sagen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich den Helm trotzdem brauche. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier lang und wir überprüfen das mal. Ja, da kommt tatsächlich eine Ranke. Okay. Ja, aber ich vermute mal, dass ich jetzt halt... Ich vermute gar nichts. Ich vermute gar nichts. Ich gebe mich zufrieden mit dem, was ich bekomme. Man muss im Leben auch einfach mal mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Jetzt habe ich auf die Fresse bekommen. So, wir müssen immer noch im Kopf behalten, dass wir eventuell... Okay, ich habe das Ei da hochgefeuert. Ich glaube, das war gut. Wir müssen immer noch im Kopf behalten, dass wir eventuell noch einen Stachelhelm haben könnten. So, will ich da hoch oder will ich hier lang? Also hier passiert halt nichts, ne? Hier passiert nichts. Und ich glaube, hier könnte ich probieren, hochzukommen. Nee, geht nicht. Aber habe ich vielleicht irgendwas aktiviert? Hätte ich das Trampolin... Nein, ich muss den Bob-Omb da eventuell treffen, ne? Ja. Und jetzt ist hier ein Pibaloon. Oh nein! Oh, den hätte ich, glaube ich, gebraucht. Das Problem ist jetzt nur, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich es vorhin geschafft habe, dass das Yoshi-Ei nicht gestorben ist. Das ist halt irgendwie da oben gelandet. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, was ich getan habe. So. Ja, und jetzt ist tot. Nee, jetzt lebt's. Okay. Interessant. Interessant. Das heißt, da kann nichts schief laufen, oder was? So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Hier muss ich ungefähr sein, ne? Genau. Und jetzt haben wir den Pi-Ballon. Und mit dem komme ich nach oben. So, die Frage ist, will ich noch weiter hoch? Oder komme ich um den rum? Nee. Aber ich glaube, jetzt habe ich verkackt. Ah, nee. Warte mal, ich muss mich einfach klein schieben lassen, ne? Okay. Und jetzt gehen wir hier durch. Ich... Ich glaube nicht, dass wir hier was Sinnvolles geschafft haben. Nee, haben wir auch nicht. Ich habe jetzt den Helm, das ist schön. Aber ich habe keine Red Coin bekommen, ne? Was? Warte mal, ich muss hier rein. Ich habe keine Red Coin bekommen. Mir fehlt irgendwas. Ah nee, jetzt kann ich aber hier oben lang. Und das war ein Troll. Was steht hier? Wrong. Pipe. Ich habe die falsche Röhre genommen. Ich hätte die linke Röhre nehmen müssen. Aber das heißt, die Röhre gehört zu diesem Tür-Secret, oder was? Wahrscheinlich, ne? So, Helm wieder mitnehmen. Es hat mich halt so verwirrt, dass ich halt hier wieder rausgedroppt bin. Und ich hatte irgendwie erwartet, eine Red Coin zu bekommen, aber dem war nicht so. So, und jetzt droppen wir hier runter. Oh nein, das war falsch. Oh, man. Hä? Ich kann den Helm nicht verlieren. Warte mal, ich muss jetzt darum betteln, getötet zu werden. Sehe ich das richtig? Warte mal, der kann mir nichts... Bro, du kannst nicht erwarten, dass ich das Level neu starte. Hä? Nee, Meister. So haben wir nicht gewettet. Ja, okay, ich muss mich so seitlich treffen lassen. Bro, please. Do your job, man. Danke. So, Freunde, jetzt automatisch bitte in die richtige Richtung halten. Ja. So. Und uns wurde diese Röhre gezeigt, ne? Und jetzt hier rein? Lol, das ist funny. Ah! Und das ist dann die, die wir brauchen. So, aber ich bin jetzt gezwungen, nochmal hier reinzugehen. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Nee, ich muss jetzt meinen Helm verlieren. Nee, was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Ich muss noch irgendwo meinen Helm abgeben, weil ich nochmal da durch muss. Dieses Level... zeichnet sich durch einen Troll besonders aus. Dieses Level gaukelt dir die ganze Zeit vor, hey Meister, du hast es geschafft. Und dann denkst du, nee, ich hab's noch nicht geschafft. Spielst weiter, hast es dann, denkst dann, es durchblickt zu haben und dann das Gefühl zu haben, jetzt habe ich es geschafft, dann hast du es immer noch nicht geschafft. Und wenn du dann denkst, diesen Troll hast du verstanden, hast du ihn immer noch nicht verstanden. In diesem Spiel, also darfst du dich wirklich nicht freuen, bis zu dem Moment, wo du mit einer Red Coin mehr in einen Checkpoint läufst. Solange das nicht passiert ist, kannst du zu jeder Zeit noch sterben oder irgendwie von der Levelführung gebumst werden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn ich da dagegen hüpfe? Ja! Okay. Stark. Und jetzt komme ich hier nochmal weiter. So. Aber jetzt ist hier einiges anders. Und man soll jetzt denken, dass man hier safe wäre. Ist man aber nicht. Ist man aber nicht. Jetzt ist hier nochmal alles anders. Das gehört immer noch alles zum Troll dazu, Friends. Okay, Freunde. Also, hier kamen Sprungfedern hoch, ne? Okay, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Aha. Aha. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hoch springe, ne? Aber auch hier werde ich noch nicht safe sein, ne? Nein, ich hab's mir verbaut. Nein! Die Röhre da drüben ist das Ziel. Dann wäre die Coin gespeichert. Ah! So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Es kann halt immer noch so viel passieren, ne? Es kann halt immer noch so viel passieren. Oh Mann. Oh Mann. Bitte. Bitte.
Das sieht gut aus. Jawohl, wir haben die zweite Redcoin gespeichert. Oh boy. Und was passiert jetzt? Soll ich hier sterben? Will das Spiel, dass ich hier sterbe? Ich soll einfach sterben, ne? Um das Level zu resetten, vermute ich mal. Hier sind jetzt irgendwelche Sachen passiert. Und ich muss es, glaube ich, einmal sterben, um die Mechaniken, die alle eingebaut wurden, wieder zurückzusetzen. So sieht's aus, Freunde. Nächste Tür. Alles klar. So, über uns ist ein Powerblock, den ich nicht aktivieren kann. Wir hüpfen runter und... ich muss einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben, dann leben wir. Zack, alles entspannt. Und... What? What? Oh mein Gott. Wenn ich spinne, dann kriege ich vor der Landung einen Pilz, bin dann groß und kann den Boden wegspinnen. Das ist unfassbar knapp getimed. Vorne habe ich hier... Genau, genau so. Genau so. So, und jetzt... Hüpfe ich hier nach oben. Alles klar. Also, wenn ich jetzt als großer Mario runterhüpfe, könnte es sein, dass da ein unsichtbarer Block ist, der mich klein macht. Sollen wir es riskieren oder soll ich den Block da oben aktivieren? Ich gehe runter. Ich gehe runter. Ah, ich komme wieder hoch. Okay, dann muss ich dich aktivieren. Aha. Und der geht kaputt. Ich glaube, da hätte ich mich treffen lassen sollen. Ich glaube, das war nicht gut. Das war nicht so gewollt. Ich hätte einfach stehen bleiben müssen. Ich hätte einfach stehen bleiben müssen. So, stehen bleiben. Bam. Okay, passt. So. Oh, hätte ich den gewollt? Hätte ich diesen Pilz da unten gewollt? Ich glaube schon. Oh mein Gott, den hätte ich auch kriegen können. Oh mein Gott, weil ich hier gar nicht getroffen werden kann. No! Ah, egal. Solange wir wissen, wie es weitergeht, ist alles in Ordnung. Solange wir wissen, wie es weitergeht, ist alles in Ordnung. Und solange ihr abonniert, Freunde. Du, genau du vor deinem Bildschirm. Ich leide hier nur für deine Belustigung. Du lässt jetzt ein Abo da und dann ist auch alles in Ordnung. Okay, das heißt einfach... hier hinstellen und dann nochmal hüpfen. Okay, alles klar. Und dann komme ich hier hoch. Warum ist da unten jetzt ein Chain Jump? Warum? 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 Und... okay, ich habe die Coin. Ich könnte weiter nach oben hüpfen oder ich gehe hier durch. Nein, ich bin stuck. Ich bin stuck. Okay, und ich muss groß sein. Nee, irgendwie habe ich gerade alles richtig gemacht. Und jetzt wurde ich zerquetscht. Irgendwie habe ich gerade alles richtig gemacht. Irgendeinen Troll bin ich gerade umgangen. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas lief gerade korrekt. Ich darf jetzt nicht zerquetscht werden. Wie war das vorhin? Nee. Okay, jetzt bin ich oben. Aber ich müsste noch groß sein, um hier oben zu sein. Hä? So, jetzt passt mal auf. Da muss ich jetzt drüber hüpfen. Ah, schaut mal an. Schau mal einer an. Okay, wenn ich da drüber hüpfe, dann passiert erstmal gar nichts. Weil hier ist ein Notenblock. Unter dem Haken ist ein Notenblock. Ah, und dann kann ich den nutzen. Nein, nein. Oh mein Gott. Über mir war ein Block. Und ich dachte, ich würde... ach, ich glaube, jetzt bin ich safe. Ja, okay. Hier durch. So, und was jetzt? Wenn ich hier hüpfe? Okay, dann bin ich hier safe. Okay. Die ist jetzt kaputt. Jetzt habe ich ein Trampolin. Okay. Hä? Warum hat das so einfach funktioniert? Bin ich hier gerade einen Troll umgangen oder war da kein Troll? Wie auch immer, Friends. Dritte Red Coin. Das läuft doch schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, bin ich da ein Troll umgangen oder nicht? Ey, kein Plan, ne? Keinen Plan. So, jetzt fangen wir erstmal wieder ganz entspannt an. Ich glaube, den P-Switch ignoriere ich einfach. Wir hüpfen einfach mal hier runter. Und, ey... ich glaube, ich habe schon wieder irgendwas richtig gemacht. So, da ist die Red Coin. Wie kommt man dann eine Red Coin hinter einer Stachel? Kugel. Das ergibt doch keinen Sinn. So, ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Oh mein Gott! Ich habe die Coin bekommen. Ich wurde irgendwie teleportiert. Hä? Warte mal, da kann ich mich nach oben arbeiten. Schaut mal. Ja, oh mein Gott, ich bin durch. Aber es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwas ist da passiert. Aber das muss getan werden, damit ich überhaupt eine Chance habe, an die Red Coin ranzukommen. Ich muss mich da irgendwie so weird hin teleportieren. Wir prüfen das nochmal. Bam. So. Und jetzt, passt auf, ich hüpfe einfach nur, aber ich drücke nichts. Wo bin ich? Okay, ich bin hier. Oh mein Gott. Aber ja, auch das ist richtig. Wir haben sehr schnell die Red Coin. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Passage hier dann auch schnell vorbei ist, ne? Zack. Und ich habe die Coin und ich wurde teleportiert. Okay, so, jetzt kommt da oben der Käfer. Okay, so, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, passiert dann was? Ich muss diesen Eiszapfen da zum Runterfallen bringen, habe ich das Gefühl. Warte mal, wenn ich jetzt hier drauf hüpfe. Warte mal, den kann ich mitnehmen. Ist das gut?
Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ja, wenn ich den P-Switch aktiviere, bin ich tot. Nee, ich glaube, ich bin erstmal wieder tot. Aber ich verstehe nicht, was hier des Rätsels Lösung ist. Das verstehe ich noch nicht. Oh mein Gott, ich muss den da runterwerfen, dass der den On-Off-Block aktiviert. Soweit habe ich irgendwie nicht gedacht. Ich weiß nicht, warum, soweit habe ich nicht gedacht. Ich sag's, wie es ist. Wobei, oh mein Gott, stopp. Stopp, Freunde. Vielleicht bin ich smart. Vielleicht bin ich gerade sehr smart. Ich weiß ja, dass da diese Stachelkugel war. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gucke und jetzt werfe, genau, dann lebe ich nämlich noch. Ich glaube, wenn ich die von oben geworfen hätte, dann wäre der Panzer an der Kugel zerschellt. Ja, das wusste ich, dass das passiert. Irgendwie hatte ich es im Blut. Ich wusste nur nicht, wie ich es umgehen soll. Egal. Progress und ich glaube, ich habe einen Troll outsmartet. Okay, einfach kurz hüpfen. So, ich gehe durch die Röhre. Ich traue dem Braten noch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben alle 4 Red Coins und kriegen jetzt hier immer die 5. Freunde, ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Troll-Levels. Natürlich kommt jetzt noch was, ohne Frage. Natürlich passiert jetzt hier noch was. Ich bin tot, aber wir stehen kurz vor dem Ziel. Wir stehen kurz vor dem Ziel, gerade auch, weil ja für dieses ganze Redcoin-System immer beide Checkpoint-Flaggen genutzt werden mussten. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ich duck mich. Nee, auch nicht. Puh, der Bowsers Fresse, what the fuck. Okay, ich muss deinen Safe-Spot finden. Aber da wird nicht mehr so viel kommen. Bisschen Getrolle wird jetzt noch kommen, ohne Frage. Aber viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich stelle mich jetzt mal hier hin und duck mich. Okay. Okay. Da ist eine Panzer. Den habe ich gesehen. Und... ah, jetzt werde ich hier geschoben. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich muss den Panzer behalten. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Um dann den Moves von ihm immer auszuweichen. Man kann sich da ja so unverwundbar machen. Genau, jetzt hier Knochen trocken machen. Aber da kann ich jetzt irgendwie nichts dagegen tun, ne? Nee, ich muss hier getroffen werden. Okay, jetzt macht er das, glaube ich, kaputt. Ich check's nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe vielleicht eine Idee. Ich habe da was gesehen. Auf den ersten 2 Stacheln kann ich noch leben, Freunde. Vielleicht muss ich auf den ersten 2 Stacheln stehen bleiben. Achtung. Ja! Das ist es. Okay, ich weiß nicht, ob ich da hätte groß sein wollen. Ich glaube nicht. Doch, hätte ich. Ich hätte groß sein wollen. Oh, man. Okay, alles gut. Der nächste Schritt ist der wichtigste. So, wir bleiben stehen. Nehmen den mit. So, dann komme ich hier unten lang. Putz. Ich werde groß. Okay. Das war nicht gut. Oder war das gut? Irgendwie lebe ich noch. Okay. Wir haben irgendeine Form von Bossfight. Okay. Da wurde ich paralysiert. Okay, aber wir haben wieder viel Boden gut gemacht. Und jetzt muss ich auf den Sound achten. Ja. Okay. So, dem ersten Troll irgendwie ausgewichen. Oh. Hätte ich auf den draufhüpfen müssen, auf den, der mir entgegenkam? So, und hier ist es jetzt... warte mal, was geht jetzt hier ab? Genau, auf den drauf? Oh nein, ich trau dem Braten nicht. Aha! Der ist nochmal umgedreht! Aber dem Troll bin ich ausgewichen. Unwissend. Fairerweise. Oh mein Gott. Halt der Mund. Es ist so knapp. Das Ziel war schon zu sehen. Und da kam jetzt dieser Bum-Bum angeflogen. Der jetzt hier weggeballert wurde. Und jetzt kommt hier was rüber. Oh nee, da hätte ich nicht drauf gedurft. Aber wieder, wir haben die Bum-Bum-Falle überlebt. So, jetzt kommt ja die Kanone. Die wird hier vorne nach oben gejietet. Ja, und dann sterbe ich. Ah, da muss ich schnell genug runter. Da muss ich schnell genug nach unten. Okay. Boah, es dauert immer so lang, bis man da ist, ne? Jetzt gehen wir hier hin. So, jetzt ist die Frage, bleiben wir unten oder nicht? Na, ich weiß es nicht. Er kommt selber und stirbt. Okay, ich habe ihn getötet. Oh nein. Traue ich dem Braten? Jawollo! Yes! Oh! Wow! Oh.
Oh, ich schwitz richtig. Das war ein richtiger Act. Dieses Level war ein richtiger Act, aber es hat sich so gut angefühlt. Nach nur 42 Minuten In-Game-Time. Gar kein Problem, Freunde. Oh, Wahnsinn. Freunde, danke schön fürs Zuschauen. Falls ihr wissen wollt, wie dieses ganze Wagon World-Ding losgegangen ist, verlinke ich euch hier oben nochmal das allererste Troll-Level aus dieser Welt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das ist, glaube ich, jetzt über ein Jahr her. Und falls ich euch noch ein anderes Video empfehlen darf, dann ist hier Mario Odyssey, wie es auf einer PS5 aussieht. Klingt verrückt, ich weiß. Schaut euch an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.